Willkommen zurück zu Battlefield 2042, der Demo und Französisch-Guayana Orbital im Conquest-Modus. Wir werden hauptsächlich hier oben spielen, weil hier unten ist es ziemlich langweilig, wenn ich ehrlich bin. Wir spielen mit dem Pionier und MPs. Oh ja, stimmt. Den Effekt habe ich das letzte Mal schon bemerkt, dass hier die Sprinkler angehen. Ich war aber noch nicht ganz fertig. Ich hätte hier gerne noch was. Und ja, das sollte reichen für unsere UMP 45. Wunderschön. Erster Kill. Damit kann es schon weitergehen. Ich wollte mich noch ein bisschen umschauen. Actuary Red Static. Das war der Griff. Weniger Handling, aber mehr Firepower. Ja, ich glaube, wir bleiben erstmal dabei. Und hier mehr Handling. Ja. Ja, ich glaube, wir haben das Beste, was wir haben können. Für Long Range Engagements, könnte man sagen. Da sind die roten Fässer von der letzten Folge, von denen ich gesprochen habe. Und da haben wir auch einen Abrams. Oh, so einen Granatenwerfer haben wir also hier. Da springen wir gleich mal raus und legen los. Oh, verdammt, da oben sind Feinde. Ich habe auch gehört, dass es natürlich Bots geben wird im Spiel. Er ist im wahrsten Sinne so ein Bot. Nein. Was? Okay. Ja, das war eine kleine Unterbrechung vom Hundi aus der letzten Folge. Ja, es gibt Bots im Spiel. Und vielleicht habe ich den einen oder anderen getötet oder habe mich gewundert, was macht denn der Feind? Der macht ja gar nichts. Und ja, das kann jetzt alles ein bisschen besser verschiedenste Sachen erklären. Das war auf jeden Fall ein Tryhard, kann ich sagen. So wie der sich geduckt hat. Hier oben ist doch auch noch ein Feind, das spüre ich doch. Das habe ich doch im Urin. Ah ja, den Revolver können wir noch anpassen. Jawohl. Und ich habe auch durch ein Video von den großen Battlefield-YouTubern gelernt, dass man mehr Munition hat, selbst wenn man alles verschießt, indem man zum Beispiel die AP-Munition vom Revolver zum Beispiel verwenden würde. So kann das funktionieren. Oh. Wunderschön. Noch ein bisschen rumgegammelt und jetzt gehen wir mal hier hoch zu dem Feind. Ich glaube, wir werden einfach mal hier warten, oder? Das ist doch ein guter Punkt. Wunderschön, um den einen oder anderen Kill abzustauben. Oh, das hat als Munition gegolten. Okay. Das bedeutet zwar, dass wir an unendlich Munition kommen, wenn wir immer genügend Feinde töten. Aber es bedeutet auch, dass das Teamplay sehr schlechter ist. Hey, mein Freund. Was sagst du zu meinen coolen Raketenwerfer, zu meinen coolen Hüftfeuer? Okay, Sentry Gun, zeig mir, was du drauf hast. Oh, wir haben ihm sogar einen Headshot gegeben. Und er hat noch 73 Leben. Du bist tot, mein Freund. Ach, so funktioniert das. Das sind gar keine Minen, wie durch das coole Naval Strike DLC in Battlefield 4. Sondern es ist so eine Art Stinger, Igler. Mhm. Sehr interessant. Gut, dann nochmal zur Ehe. Diesmal probieren wir das Teil aus. Er hat geflärt, das ist ziemlich gut. Ah, jetzt fliegt er ziemlich niedrig, um das abzuwenden. Der ist rausgesprungen. Und sein Fahrzeug wurde zerstört. Schön. Oh yeah, toller Headshot. Ja, lass mich noch ihn töten. Schönes Ding. Und hier sind trotzdem noch eine Menge Feinde. Da springen sie runter. Gehen wir mal hier hoch. So richtig habe ich den Punkt eh noch nicht verstanden, dadurch, dass er ziemlich vertikal ist. Haha, schön. Friss das. Das sah mir ein bisschen nach einem Bot aus, wegen des Zahlencodes.
Oh, hier hinten sind Feinde. Hier sind ein paar kleine Feinde. Ha! Killhilfe, schön gelöst. Hier ist immer noch einer. Der Helikopter. So sieht man sich wieder, alter Freund. Kannst du mal hier rüberfliegen? Ich glaube, die Helikopter duellieren sich so ein bisschen, oder das ist unserer. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich schaue nochmal. Ein letzter Blick. Ich kann soweit niemanden erkennen, leider. Das heißt, unser AA-Gadget ist ein bisschen nutzlos. Ich schaue mal, wie es bei den Flugzeugen aussieht. Nein, das funktioniert nicht. Oh, die helfen mir. Nein, 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 nein. Granate. Raus. Verdammt. Los, Squad-Kameraden. Nein. Ja, sieht gut aus. Und jetzt... Request Revive. Schnapp sie dir, da oben sind Luftfahrzeuge. Oh mein Gott, sehr, sehr, sehr viele sogar. Los, Leute. Hinter dir. Schau auf deine verdammte Minimap. Nein. Och, scheiße. Oh, und sie war sogar Sanitäter und war zu inkompetent dafür. Aber wir haben noch jemand anderen. Und eine Menge vom gegnerischen Team. Hier gibt es ein paar Granaten für euch, ihr russischen Freunde. Wunderschön, das war, glaube ich, ein Bord. Und jetzt warten wir einfach mal hier. Auf der anderen Seite sind Feinde. Wunderschön, X-Turbo, GER. Die Rakete wird in Kürze starten. Ich hoffe, darauf freut ihr euch schon. Oh Gott, die haben sich gut verkämmt. Stell doch das Turret hin. Dankeschön. Macht es was? Nee. Ich frage mich, ob das ja auch einen negativen Waffenrichtwinkel hat. Oh, der wurde sowas von der Luft zerfetzt. Schöne Punkt halten wir. Wir kommen zwar nicht weg oder weiter. Der wurde jetzt markiert. Schnapp sie dir, Turret. Den haben wir markiert. Ja, Killhilfe. Gehen wir mal hier rüber. Wir haben noch gut Magazine. Und jetzt schön Head klitschen. Jawohl, Sniper eliminieren. Nein! Ich wollte mich noch zu den Containern retten, aber das hat leider nicht mehr gereicht. Da hinten ist so ein Vertibird oder wie das Teil heißt. Na, mein Freund. So funktioniert das aber nicht hier. Hey, schön. Gibt es hier noch irgendwo Feinde? Hier unten ist jemand verreckt. Da steht auch ein kleines Fahrzeug. Nee, irgendwas anderes. Hier ist jemand. Oh, gut. Die Deutschen sage ich immer. Die Deutsche ist dann auch verreckt. Da hinten sich Sniper. Da will ich hin. Da bin ich Mensch. Da darf ich sein. Da darf ich Pionier sein. Das Einzige, was ich als Pionier habe, ist, sind nur die PDWs. Mehr zeichnet mich dann auch nicht aus. Weil ich mich nicht so sehr mit Fahrzeugen anlegen möchte alleine. Gerade auf großen Karten ohne Deckung. So, wo war jetzt dieser Typ? Hallo, zeig dich mal. Da ist ein Helikopter. Hier unten sehe ich eine Raute. Wunderschön. Dann gehen wir gleich nochmal hier hoch. Ach, hier oben sind immer die Gammler, die dann da runter schießen. Ja, jetzt bin ich mal auf der anderen Seite der Geschichte. Und wollte jetzt eigentlich bei den Snipern da hinten vorbeischauen, weil die ziemlich einfach sind und weil man die gut trollen kann. Aber gut, dann gehen wir einfach mal runter, erobern den Punkt. Sahen hier noch einen Kill ab. Schönes Ding. Ich hätte fast wieder auf den Verbündeten geschossen. Oh, bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass es, glaube ich, ein Bot war.
Der hat ein bisschen lang gebraucht, um zu reagieren. Oh. Diese Fallschirmspringer immer. Ja, okay, Hilfe. Und ich verstecke mich erstmal. Gut, ich glaube, das war hier unten die Party. Jetzt können wir wieder zu Alpha hochlaufen. Hier ist jemand gelandet. Und der Silent Ferret kann sich auch wieder verkriechen. Kann ich den Kill noch haben? Ja, danke schön, dass du auf mich gewartet hast. Oh, hier geht's hoch. Los geht's. Es geht hoch, meine Freunde, in luftige Höhen. Nein. Der ist auch runtergefallen. Das war ja lustig. Wahrscheinlich hat er uns blockiert, der Drecksack. Du hast meine Battlefield 42er Erfahrung ruiniert, du Schwein, du Schwein, du Schwein. Das war ehrlich gesagt noch ein kleines Zitat. An Johann König. Oh, schön. Noch dem Feuergefecht entkommen. Und das war ein Victory Royale. Wie saß? Ach ja, shit. Ich komme jetzt nicht nochmal ins Punktesystem. Verdammt, ich weiß gar nicht jetzt, wie gut ich gespielt habe. Nein. Und das war unsere kleine Pionierrunde, in Anführungszeichen, bei der wir hauptsächlich die PDWs, die UMP, gespielt haben. Und mit diesen Worten würde ich sagen, es war eine tolle Runde in Battlefield 2042 in der Beta. Und beim nächsten Mal sieht man sich dann beim Versorger. Ciao.